Heute zu Gast bei uns die Feigenknechte. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Anfas Schandmal auf Kabau TV. Heute hier auf YouTube mit den Feigenknechten, zweierlei an der Zahl. Das ist Fabian, der zappelige Zistrikus, und Hannes, der Spielmann von die Feigenknechte. Dieses Banner enthält Produktplatzierungen. Ja. Unter den sehr alten Hasen. Ja, aber Hasen mögen wir doch alle. Meistens. Wie seid ihr das drauf gekommen, also sozusagen die Feigenknechte zu gründen, und wie lange gibt es die Feigenknechte schon? Ich meine, ich spreche da vor allem dich an, weil du bist ja Gründungsmitglied. Ja. Du bist ein inzwischen sehr schon unersetzlicher Ersatzmann geworden. Quasi, ja. Das ist richtig. Ja. Es gibt nur einen Feigenknecht. Also. Ja. Also, damit ließe sich der Bandname so nicht halten. Ja. Müsste man da durchstreichen und so, ist uns viel zu kompliziert. Ja, deswegen. Gut. Also gegründet von dir und... Und meinem Cousin, dem halben Heinrich, der eigentlich Luki heißt. Also das ist sehr wichtig, weil immer wieder fragen mich Leute in der Mittelalterszene, wer ist denn der Luki? Und ich sage, na, der halbe Heinrich. Und dann, ah! Also, ja, das liegt aber daran, dass... Genau, dass er sich nur so vorgestellt hat. Immer. Ja, aber das ist auch klug so, weil ich finde es einfach so unmöglich, sich zwei Namen pro Person merken zu sollen. Also das sehe ich gar nicht ein. Also, ja. Bei mir gibt es die Mittelalternamen, weil da treffe ich ja die Leute. Also ist der Heinrich, fertig, aus. So ist es. Ja. Also, der ist mein Cousin, mit dem habe ich die Band gegründet, und zwar 2011. Da wart ihr noch zu dritt und hattet einen Trommler. Ja, und zwar den Philipp. Den habe ich in der Krankenpflegeschule kennengelernt. Krankenpfleger, ideal am Mittelaltermarkt. Muss man immer einen dabei haben. Ja. Gibt es auch nicht nur einen, muss man auch sagen. Muss man auch dazu sagen, richtig. Man hat so in allen möglichen Lagern seine Krankenpfleger. Wenn man Physiotherapeuten braucht, geht man dann zu den Dreinpflegern. Ne? Die bestehen ja, glaube ich, zu 50% aus Physiotherapeuten. Die können dir die Knochen kaputt machen und dich wieder einrenken. Ja, das brauchen die, glaube ich, auch ab und an. Ja. Das hilft zumindest bei dem Job. Ja, ja. Ja, und ihr habt euch dann gegründet und dann seid ihr relativ schnell zu zweit gewesen. Richtig, genau. Einfach weil der Philipp hat sich dann eher zurückgezogen, hat auch selbst irgendwie insgesamt eine Lebenskrise, die hat er jetzt Gott sei Dank überwunden, schreibt mir immer noch ab und zu den einen oder anderen Text oder die Idee dazu. Ah. Das schon. Und ja, und der Luki und ich haben halt dann halt zu zweit weitergemacht. Dann hat er jetzt praktisch, eigentlich ist er noch immer ein Bandteil, nur schon halt im Hintergrund. Er ist auch auf den CDs hinten immer wieder erwähnt gewesen, natürlich als Texter. Wunderbar, wunderbar. Mhm. Ja. Und dann war ja jenes schicksalhafte Eggenburg, wo ihr ja also ein Stipendium bekommen habt. Genau. Wie sah das aus? Das war 2013. Also da kriegt man dann einfach irgendwie ein Kulturförderpreisgeld auch. Und das Coole ist, dass das halt irgendwie auch promotet wird. Also dass man das halt, wenn dieses Eggenburger Mittelalterfest, das an sich schon recht groß ist, stattfindet und du bist der Stipendiat, wird das halt auch dementsprechend beworben. Und so haben wir dann irgendwie plötzlich einen großen Teil Fangemeinde dazu bekommen, das muss man schon sagen. So, solche Sachen sind halt wirklich gut, ne? Wird dann halt weitergesagt und... Ich saß damals auch in der Jury und ja, ihr seid halt dadurch aufgefallen, weil ihr so viele eigene Texte habt und vor allem ihr eine sehr kreative Herangehensweise der Selbstdarstellung habt. Ja, das ist sehr schön, dass du das jetzt formuliert. Na, ich bin ein großer Fan weg von Spielleute in Lederböcken hin zu mehr Historisches und trotzdem keine Gleichmacherei, Einheitsbrei oder so. Mhm. Das sieht man bei uns auch sehr schön, also dass wir versuchen, halt jeder hat so seinen Stil, aber wir haben, also ich habe halt die meistens eher edleren Gewänder an, ja, und die Jungs halt, was ihnen gerade lustig ist, und ihr seid halt sehr Unterwäschemodels, sagen wir mal so. Ja, sicher. Das, was man sich halt leisten kann als Knecht. Also ja. Es ist halt, mir war wichtig beim Konzept damals, also das war ja am Anfang nur eine Idee, weil mir eben genau das, was du jetzt gesagt hast, aufgefallen ist, dass sehr viele Spielleute, aber da geht es dann auch eher bei
um die, die auch so ein bisschen Crossover Richtung Metal machen, so wie in Extrem. Mittelalter, Rock und so weiter. Die natürlich wieder eine andere Berechtigung haben, das mit dem Lederrock zu machen und so weiter, findet aber dann natürlich auch Nachahmer in der Mittelalter-Szene. Das ist das, was bei mir eigentlich so aufgestoßen ist, weil dass Corvus Corax das zum Beispiel machen oder in Extremo, die damit ja eigentlich angefangen haben, hat seinen eigenen Stil, aber dass dann alle so rumlaufen, wo du dann die Bands nicht mehr unterscheiden kannst, weil die alle gleich ausschauen, finde ich halt so ein bisschen schade. Ja. Ja. Ist es auch. Und manche Bandkonzepte sind dann auch sehr uniform, wo halt dann Bandfarben in jeder Klamotte sind, finde ich auch durchaus hübsch, wenn das mal eine Band macht, weil das ein tolles Konzept ist. Wenn das wieder jeder macht, ist auch wieder blöd. Und ihr habt halt so euren ganz eigenen Stil und das hat mir schon sehr gefallen. Wobei man muss ja dazu sagen, es gibt ja schon eine Knechtuniform auch für uns. Die besteht aus Leibhemd, Brucke, Beinlinge und die Bundhabe offen getragen, wohlgemerkt, was zur Uniform bei uns dazugehört. Ja, und Pflicht. Die Bandfarbe haben wir eigentlich auch eine, weil wir meistens mit blauen Beinlingen unterwegs sind. Genau, gibt es eigentlich drei. Vier. Ja, da gibt es eh schon ein bisschen Zukunftsgedanken, auch wenn der halbe Heinrich zurückkehrt aus dem norwegischen Exil. Was ja eigentlich dazu geführt hat, dass du da zum Beispiel dazugekommen bist. Ne? Ja. Ja. Es war eigentlich auch recht witzig, weil ich in Hannes ja so gut wie gar nicht kannte, außer dass ich hin und wieder in Eckenburger Mittelaltermarkt war und da ihn nie gekannt habe. Wir sind nie ins Gespräch gekommen. Also hat sich nicht ergeben eigentlich vorher. Sondern der Hannes und der Luki sind einfach dazukommen zu den Seelenfängern eigentlich, einer Irish Folk Pirate Folk Partie, wo ich auch mitspiele. Und da waren sie beiden als Gast-Ruderknechte. Ja, das war super. Da waren wir damals als feige Ruderknechte eben mit an Bord. Ja, ich habe das ja durchaus verfolgt, weil der Gründer der Seelenfänger ja ein ehemaliges Bandmitglied auch bei uns ist. Man sich ja dann manchmal überhaupt nicht mehr ausgekannt hat, wer eigentlich in welcher Band spielt, weil da auf der Bühne dann manchmal Leute stehen, wo man eigentlich vier verschiedene Bands draus machen würde. So. Das geht aber gerade in der österreichischen Mittelalterszene in Wien und Umgebung sehr leicht, weil da kennt man sich einfach und tauscht sich auch aus. Wobei man sagen muss, als Ersatzleute ist das immer ganz praktisch. Also auch einige Schandgesellen haben ja auch schon bei euch immer wieder mal, also da zuletzt war es da. Tobi, der Seitennarr, hat mit mir in Steins gespielt. Mitgeknechtet ist. Das war sehr, sehr lustig auch. Ja. Hatte sehr viel Spaß mit seiner Bunthaube. Ja, genau. Ja. Meine Bunthaube müsste ja auch irgendwo rumliegen. Ich habe ja auch sowas. Aber meine ist weißer als eure. Das macht nichts. Du musst sie eigentlich holen dann. Das wäre total super. Ja, wenn ich wüsste, wo das ist. Ja, das ist halt so. Ja, also ihr seid ja jetzt dann auf Twitch bei mir. Also, wenn das hier ausgestrahlt wird, war das dann schon. Da könnt ihr aber noch das Video on Demand auf KabauTV Twitch, also Twitch-KabauTV, Link unten in der Videobeschreibung, wo übrigens auch der Link natürlich zu ihrer Facebook-Seite ist. Ja, also könnt ihr nachschauen. Eines der nächsten Videos wird übrigens auch sein, Musik von den Feigenknechten live aus dem Stream. Sofern irgendwas davon verwendbar ist. Wenn das natürlich nicht sein sollte, lag es an der Technik, die ich versemmelt habe. Immer. Nicht an irgendwas anderem. Ne? Wir sind ja quasi perfekt. Also. Dann geht aber gleich mal weiter. Also ich wollte gerade eigentlich sagen, schieb's ruhig auf uns, wir sind immer das Gesindel. Also. Aber du bist mir jetzt zuvor gekommen. Ja, der Punkt ist ja, ihr habt eine ziemlich ausverkaufte CD. Ja. Ja. So und es. Ihr denkt an eine neue. Warum denkt ihr nicht an eine Neuauflage der alten? Weil erstens einmal, glaube ich, bei der alten halt nur der halbe Heinrich und Hannes dabei waren. Wir jetzt viel neues Textmaterial, viel neues Liedmaterial haben, was natürlich auch veröffentlichungswert ist. Natürlich. Und dass die Leute auch wollen halt natürlich. Die Leute wollen auch fehlt das schon, das auf CD zu haben. Genau. Natürlich, ja. Wir kennen das. Deswegen haben wir dann auch endlich unsere im Frühjahr gemacht. Und das mit Neuauflage ist absolut auch im Plan, aber das ist eher ein Langzeitplan. Und was eigentlich keine neu veröffentlicht werden würde, sondern eher so Richtung Best-of. Genau, so ein Best-of, die alten Lieder nochmal neu aufnehmen. Oder wieder neu. Re-recorded. Genau. Re-recorded, so ja. Also aber halt noch, bessere Qualität ja. dann. Ne? Genau, ja. Aber halt dann zu dritt und so weiter. Also ja, das ist natürlich dann durchaus sinnvoll, ja. Steigert halt die Kosten. Natürlich. Ja, aber das, wenn es einem das wert ist, ich gehe mal davon aus, ihr habt eine kostengünstige Variante, wie ihr das Ganze aufnehmt. Ja, das sicher. Eher so Home Recording oder kennt ihr einfach jemanden, der ein Studio hat? Wir kennen Leute.
Ja. Wir haben Kontakte und die klappern wir jetzt ab. Genau. Und schauen, dass wir auf jeden Fall mit dem Ding fertig sind, wenn dann die Saison beginnt. Dass wir das dann ja schon im Gepäck haben. Sehr, sehr feine Sache. Also sollte irgendwie wieder erwarten, sogar ein Crowdfunding oder sowas kommen bei denen, dann werden wir sie einfach wieder einladen. Sie sollen gefälligst Werbung bei uns machen. Genau. Für ihr Crowdfunding. Reichweite nutzen und so weiter, ja. Also wir müssen jetzt ja hier an dieser Stelle eigentlich schon fast wieder Schluss machen. Habt ihr noch irgendwelche fixen Termine dieses Jahr? Heuer gar nicht mehr. Also ja, wir auch nicht. Schon, war irgendwie schon Saison-Closing. Außer wir werden möglicherweise noch einmal ins Golden Harp eingeladen über den Kulturverein Eulenspiel. Aber das ist nicht fix, sondern erst einmal nur besprochen worden, dass es möglich wäre. Weil der Zuspruch das ist jetzt in der Wintersaison. Ne? Ja, genau, das ist in der Off-Season. Bei uns auch so, also bloß wir sind schon zweifach gebucht worden für diese Wintersaison, wegen der letzten Wintersaison, weil da so gut besucht war. Achso. Ja, also hat sich aber auch, wir haben ja letzten Freitag jetzt gerade gespielt, also vorgestern, und bummvoll. Bummvoll die Hütte. Aber dass bei euch auch bummvoll ist, wundert mich nicht. War recht schön, letztes Mal. War super. Stimmung war vor 2 Wochen waren wir ja. Ja, es ist einfach grandios. Also ihr habt also hier gerade aus der österreichischen Mittelalterszene grandiose Spielleute, die ihr wunderbares Konzept auch auf den Märkten toll umsetzen. Ihr habt, folgt ihnen auf Facebook, hinterlasst gern auch einen Kommentar mit Hashtag KavauTV, damit die Leute wissen, wo sie herkommen, also wo ihr herkommt, wenn ihr bei ihnen schreibt. Ja? Da freuen wir uns drüber, ja. Ja, also Hannes und Fabian, danke fürs Hiersein. Danke fürs Dasein dürfen. Ja, und wir werden euch jetzt gleich dann sozusagen auf Twitch die Sachen um die Ohren hauen. Ihr seht es ja dann nur noch als Video on Demand, weil wir sind in 8 Minuten dann schon online. Da habe ich das auch noch nicht geschnitten und hochgeladen. Also, bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf auf KavauTV und die Feigenknechte.